wir schon ganz viele Geburten begleitet haben in unserem Leben. Für das Paar ist es immer ein ganz besonderes und einschneidendes Erlebnis im Leben. Und ich finde das einfach schön, dabei sein zu dürfen. Und jede Geburt ist für sich einfach wieder wunderschön. Im Grunde genommen ist es so, dass wir Hebammen die Frauen von der Aufnahme bis zur Entbindung betreuen. Wenn alles normal verläuft, begleiten wir die Frau halt bis zur Entbindung. Und in der Klinik ist das einfach so, dass dann zur Geburt der Arzt dazukommt. Falls sich da noch irgendwas entwickelt an Problemen, dann ist es einfach gut, wenn man noch die zwei Hände mehr hat. Wir arbeiten hier in einem Perinatalzentrum. Das bedeutet letztendlich nichts anderes eigentlich, dass eine Kinderklinik und eine Geburtsklinik unter einem Dach Tür an Tür arbeiten und somit ein gutes Sicherheitsnetz für Mutter und Kind aufspannen können. Ich bin eine der Kreislaufärztinnen hier. Ich bin im Hintergrund. Bei der normalen Geburt ist die Hebamme dabei, ist nur für den Fall da, dass eventuell der eine oder andere Handgriff noch zusätzlich notwendig ist. Wir Kreissaal und Kinderintensivstation liegen ganz eng beieinander. Unsere Philosophie hier ist zusammen mit unseren Kinderärzten Tür an Tür. Welche Vorstellung von Geburtshilfe haben wir hier? Dass jede Mutter auf ihre Weise hier ihr Kind zur Welt bringen kann. Und wir sind letztendlich nur Begleiter auf dem Weg zum Kind. Abends um 9 kam meine Frau in den Kreissaal mit Blasensprung. Und ich dachte... morgens um 7 Uhr kam dieses Baby. Ich war noch nie so auf Wolke 7 wie in diesem Moment. Unsere Philosophie und Vorstellung von Geburtshilfe ist eigentlich eine sehr individualisierte. Das müssen wir natürlich dem Risiko anpassen. Deshalb ist es sicherlich sehr günstig, wenn wir uns weit im Vorfeld kennenlernen, insbesondere wenn es vielleicht das erste Baby ist oder wenn eben eine Risikoschwangerschaft vorliegt, dass das Baby vielleicht viel zu klein ist oder viel zu groß, dass es verkehrt herumliegt hier. Auch da kann man auf normalem Wege entbinden, aber man sollte es schon gut vorher wissen. Sie können auch Gleichgewicht schätzen, oder? Genau. Eine Geburt ist eine Extremsituation für eine Frau. Man geht an seine Grenzen und es ist einfach wichtig, der Frau das Gefühl zu geben, dass sie in einem sicheren Umfeld ist, von Menschen umgeben, die wissen, was sie tun, sie auffangen und ja, ihr einfach die Kraft geben, dass sie halt ihr Kind zur Welt bringen kann. Umso weiter die Geburt dann voranschreitet, ich denke, umso unwichtiger wird natürlich dann das Umfeld. Und es kommen dann im Wesentlichen zwei Personen für sie zum Tragen. Das ist zum einen natürlich ihre Hebamme, die sie anleitet unter der Geburt, aber auch ihr Partner, der sie während der Geburt begleitet. Männer sind immer irgendwie so getaktet als Problemlöser und ich verstehe sie sehr gut, weil ich auch einer bin. Und um ihre Frau richtig unter der Geburt verstehen zu können, gebe ich oft Männern ein Beispiel aus dem Fußball. Es steht der Song You Never Walk Alone auf der Flagge von Liverpool. Ihre Partnerin, die will nicht alleine unter der Geburt sein. Und das Gefühl müssen sie ihr geben. Ich bin für dich da. Ich lasse dich nicht alleine. Ich lasse dich hier nicht los. Und dann wird das. Die Vorsorgen werden dann ab dem dritten Lebenstag durchgeführt. Schreitreflexe, Suchgreif-, Saugreflexe, Herz, Lunge, Bauch wird abgehört und untersucht, abgetastet. Und es wird letztendlich auch geguckt, ob alles dran ist, was dran sein soll. 4 Finger und ein Daumen. Wir sind ein Perinatalzentrum Level 1, bedeutet, wir versorgen alle Frühgeborene, auch der sehr frühen Schwangerschaftswochen. Da ist es wichtig zu wissen, dass wir sehr kurze Wege haben zwischen der Neonatologie, also der Früh- und Neugeborenen-Intensivstation und dem Kreißsaal. Das sind nur wenige Meter und sollte es zu einer raschen oder Notfallentbindung kommen, sind wir innerhalb von wenigen Sekunden vor Ort und das ist extrem wichtig für die Kinder.
Unser Team besteht aus den Gynäkologen, den Geburtshelfern, den Hebammen, den Schwestern auf der Wochenstation und dann natürlich die Kinderklinik mit den Ärzten und den Pflegenden. Und da ist es sehr wichtig, dass ein reger Austausch stattfindet. Es gibt Besonderheiten, die besprechen wir mit unseren Kinderärzten im Vorfeld, sodass nicht nur wir wissen, wer kommt, sondern auch unsere Kinderärzte schon wissen, was gegebenenfalls notwendig ist bei der weiteren Versorgung der Kinder. Kommen aber auch von denen eine Rückmeldung, dass das, was wir tun, auch das Richtige ist und wo wir letztendlich vielleicht noch uns verbessern können. Für zum nächsten Anliegen würde ich Sie Ihnen gerne ein bisschen in Hautkontakt geben. Nehmen Sie ein bisschen zu sich. Okay. Wenn sie die frühen Hungerzeichen zeigt, dann ist immer der ideale Moment, um die Kleine anzulegen. Schauen Sie mal, jetzt fängt sie an, so ein bisschen zu schlecken. Mhm. Die Zunge kommt nach vorne. Ja, die Eltern werden in allen Bereichen der Versorgung ihres Kindes von uns begleitet. Das fängt damit an, dass wir die Eltern unterstützen beim An- und Ausziehen der Kinder, beim Wickeln. Viele junge Eltern, besonders die Väter, haben am Anfang schon mal Berührungsängste, trauen sich nicht, ihr Kind anzufassen. Wir zeigen denen dann, wie sie ihr Kind gut stützen können. Wir zeigen, wie ein Kind gebadet wird, wenn die Eltern das möchten. Natürlich die Unterstützung beim Stillen, auch die Förderung der Bindung, also dass wir die Mütter auch unterstützen, viel in Hautkontakt mit ihrem Kind zu gehen. Einfach um diesen Bindungsaufbau, der schon unmittelbar nach der Geburt im Kreißsaal geschieht, aber auch auf Wochenstation dann fortgesetzt wird, um da eine stabile, sichere Bindung zwischen Mutter und Kind zu ermöglichen. Ich erlebe jeden Tag hier besondere Momente, erleben zu dürfen, dass Eltern ihr Kind begrüßen. Also jedes Neugeborene, was hier zur Welt kommt, da erlebe ich tagtäglich diesen Zauber mit und das wird auch nicht weniger. Also ich hatte meine Geburt, das war sehr schön, in der Vollmondnacht bei Gewitter. Das werde ich nicht vergessen.